Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in Kosmotier. Ich habe uns noch zwei Missionen angenommen. Und auf dem Weg dahin kam jetzt ein Pirat. Werden wir mal gucken, ob der uns angreifen will. Ja. Dann gucken wir mal. Hyperantrieb, Cockpit, ja. Dann schießen wir auf den Energiekern. Oh, der hat Raketen. Gucken, ob wir das schaffen. Das haben wir hinbekommen. Sollten wir das erstmal einsammeln? Müssen wir, wenn doch, gucken, dass wir kleine Lager hier noch in die Zwischenräume ein bisschen füllen. Und dann uns um Raketenabwehr noch ein bisschen kümmern. Wo ist da denn? Denkt er 60 das Stück, die nehmen wir mal mit. Oh. Bisschen nah geflogen. So, und wenn wir jetzt hier zur Piratenbasis gucken, ob wir das hinbekommen. Wie weit wir ran können. Oh, da kommt schon. Da ist einer. Gucken, greift er uns an? Noch nicht. Oh, sehr, sehr viele. Haben wir Material für den Hyperantrieb? Hier haben wir Kupfer. Wir hoffen mal, dass der uns angreift. Will er nicht. Warum denn nicht? Na, der eine, der hier rumfliegt, der könnte uns ja ruhig mal angreifen. Jetzt fliegt er natürlich ein Stück weiter weg. Beschleunigen, gucken, ob er hier in die Richtung fliegt. Da ist er. So, gucken, dass wir nicht zu nah ranfliegen. Na gut, dass wir die Bergbaulaser haben. Werden wir uns jetzt dahin begeben. Oh, das driftet ganz schön ab, das Stück. Bisschen beschleunigen. Nicht zu viel, sonst greifen uns die anderen an. Versuchen wir mal immer einen oder zwei rauszulocken. Oh, da ist noch ein Teil. Wenn wir jetzt hier lang fliegen, weil hier sind ja noch welche. Ja, ein kleines Stück müssen wir wohl noch ran. Da ist einer. Der hat einen Laser. Ach, das ist nur der Hyperantrieb. Dann schießen wir hier auf das Prisma. Das sah doch gut aus. Mal anhalten. Auf jeden Fall gibt uns das gut Belohnung. Also da wäre noch Schwefel und hier ist Kupfer, oder? 160 das Stück, das nehmen wir dann auch gleich mit.
Wenn wir hier schon sind. Da ist noch ein Schiff. Okay. Alle Mann zurück. Mal schauen, dann greifen wir hier wieder an. Oh, dran vorbeigeschossen. Ah, jetzt haben wir ihn. So. Hier oben war das Schiff. Einmal einsammeln. Oh, da ist Tristahl. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Weil das brauchen wir, um unser Schiff weiter zu verbessern. So, hier runter. Alles einsammeln. Dann können wir ein paar Sachen verkaufen und ein paar zum Upgraden benutzen. So ein bisschen verlangsamen. So, das weiß ich gar nicht, ob das jetzt auch Schiffe sind. Ja, das. Ne, Plattform. Oh, das ist aber das Schild, also sollten wir hier in den Prisma reinschießen. Also das ist dann wohl die erste Piratenbasis. Gucken, ob wir durch den Schild durchkommen. Hier vorne ist nämlich auch einer. Oh, das sieht aber ja nicht so gut aus. Oh, schaffen wir es wegzufliegen? Gerade so außer Reichweite, okay. Das hat uns viel Schaden gebracht. Wenn wir das jetzt mal abbauen, dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie woanders drauf schießen können. Wenn wir zu nah, dann greifen die beiden auch an. Dann sollten wir vielleicht erst außen rum gucken, das war nicht. Oh nee, das ist viel zu nah. Da kann er schon auf uns schießen. So, hier lang. Ab wann kann der auf uns schießen? Ah, cool, wir können schießen. Wie weit müssen wir ran? Oh, da ist der Prismastrahl. Ja gut, die kann aber nicht mehr manövrieren. Wie weit schießt das Ding? Oh.
Ja. Können wir uns ein kleines Schild leisten? Wir haben ja ein paar Sachen eingesammelt. Und mal gucken, ob wir für den Kampf kurz... So oder lieber einen Abstand. Wir werden das mal so machen. Kümmern die sich jetzt automatisch darum? Nee, war ja klar. So, jetzt aber. Jetzt natürlich mit unserer Energie dann langsam. Wir haben zu wenig. Also wenn wir das schaffen, müssen wir unbedingt ein paar Reaktoren einbauen. Oh, da greift einer die Piraten an. Und probieren wir jetzt einfach volle Möhre drauf zu schießen. Also wir können uns seitlich durchfressen. Oh, unser Schiff ist sehr doll beschädigt worden. Wir kommen nicht durch den Schild. Das war's, wir können nicht mehr schießen. Das ist jetzt schlecht gelaufen. Also drei Prismastrahlen sind ganz schön stark, weil die ja auf Dauer schießen. So, hier war unser letzter Speicherpunkt. Ja. Also wir bräuchten ein Schild und noch irgendwas zum Schießen. Machen wir so. Müssen die sich darum kümmern. Wir haben dann auch zu wenig Crew. Wie kommen wir da jetzt am besten gegen an? Oh, spüren wir uns alles nicht. Warte, wir haben die Teile nicht da. Oh Mist. Die Flak-Batterie, die bringt uns jetzt ja mal gar nichts. Also es könnte mittelmäßigen Schaden machen. Aber ich will nur eine bauen. Und ich glaube, wir haben dafür zu wenig Leute. Warum können wir die da nicht platzieren? Und da geht. Nicht genügend Spulen. Super. 9. Oh, geht auch nicht. Das ist ja groß. Ah, müssten wir testen. Muss da ein Korridor hin. Und wir müssen gucken, den wir abziehen können kurz dafür. Weil den roten haben wir glaube ich nicht mehr frei. Oh doch, da ist einer. Ja, der muss jetzt ein bisschen weit laufen, aber so, wird das jetzt alles versorgt?
Ah, Munition braucht er auch, logisch. So. Funktioniert das jetzt? Also hier fehlt einer. Und da fehlt auch einer. Aber hier turnt auch einer rum. Warum will der nicht? Ah, der sitzt jetzt in der Kanone, okay. Aber dem fehlt trotzdem hier wer. Dann müssen wir kurz einmal die hier umfärben. So. Warum gehen die da jetzt nicht hin? Der kriegt keine Munition. Ist doch ausgewählt. Die holen Munition. So. Aber warum wollen die jetzt nicht da hochgehen? Da ist eine Tür drin, also. Oder muss da gar keiner rein? Doch, da muss doch wer rein. Nur da ist ausgewählt. Oder ist Flak nicht ausgewählt? So, eigentlich schon. Stopp. Disruptor, Ionen, Bergbau. Deckkanonen, Raketen, Railgun. Flak. Jetzt gehen sie hin. Oh, Mist. Da müssen sogar drei rein. Naja, auch egal. Lieber die als eine Kanone. So, dann speichern wir kurz und dann werden wir es nochmal testen. Ob wir da jetzt auf schießen können. Geklappt. Also die Flakabwehr war gut. Alles einsammeln. Das war sehr schwierig. Oh, war sogar Stufe 8. Also das war die schwerste Piratenbasis, die wir hier hatten. Die anderen sind nur 6. Gut, da ist verständlich, dass es am Anfang jetzt noch ein bisschen schwierig war. Wenn wir uns ausgerechnet die erste raussuchen. Aber wir haben es ja mit dem dritten, vierten Anlauf ein bisschen Umbau geschafft. Dann werden wir gleich dann auch noch einen Reaktor brauchen und mehr Crew. Ich musste das ja jetzt alles ändern. Hier unten der eine könnte zum Beispiel grün werden. Weil hier brauchen wir momentan nur zwei Leute.
Lager ist voll. Oh. Können wir uns ein Lager bauen? Ach nee, völlig falsch. Hier müssen wir hin. 192 Platten. So. Jetzt müssen wir den nur sagen, dass die sich bitte auch darum kümmern. Ja, das hat ja schon wieder gut geklappt hier. So. Dann hätten wir jetzt noch ein bisschen Platz, was einzusammeln. Also da liegt Munition. Ne, was ist das? Teil von einer Rakete. EMP-Rakete, das bringt 5 Units. Das bringt 2. Das bringt 10. Also das sammeln wir mal ein. Hier denn noch. Die Stahlplatten, die brauchen wir ja sowieso jede Menge. Ja, also die Teile von der HE-Rakete. Die können wir erstmal. Imperial, das geht ja noch. Die lassen wir einfach liegen. Dann können wir jetzt noch die beiden kleinen Plattformen einsammeln und erstmal abgeben. Dann haben wir ein bisschen Geld, vielleicht können wir dann etwas umbauen. So. Jetzt hier einsammeln. Schön alles mitnehmen. So, wo ist denn hier? Oh, da ist ein Signal. Dann speichern wir einmal. Und gucken mal, was das Signal da will. Ah, ein Pirat. Einmal kurz auf den Kern schießen, bitte. Also irgendwie der Bergbaulaser macht den meisten Schaden. Einsammeln. Oh Gott, sind wir schon wieder voll. Da liegen noch Spulen, die brauchen wir unbedingt. Also. Parieren. Gott, wo kriegen wir jetzt hier noch ein Lager hin? Also, da könnten wir. Wir können hier eins hin, dann können wir da ein kleines hin. Aha. Und ich glaube. Ja, hier passen auch noch welche hin. Und ein kleines. Ist ja fast ein Transportschiff geworden hier. Wo ist denn jetzt der ganze Kram? Der Kram hin. Seltsam. Ja, dann ab zur Raumstation. Die Quest abgeben. Dann haben wir da noch eine Piratenbasis. Hier unten die vom letzten Mal. Das hat ja noch gar nicht geklappt.
Aber da wir die 8er jetzt geschafft haben, sollten wir die 6er auch beide schaffen. Dann haben wir hier noch ein unbekanntes Signal. Und dann müssen wir einmal aufrüsten, wenn wir hier dann keinen Ruf mehr bekommen. Ein bisschen umbauen. Und dann könnten wir eigentlich schon fast ins nächste Gebiet. Also das bringt nur noch Geld. Oh, wir haben irgendwie einen verloren. Oh. Ah, jetzt müssen wir mal gucken. Unsere Energie reicht ja so gar nicht. Aber die Reaktoren, die sind so teuer. 24. Die müssen wir da kaufen. Ja, vergiss es. Ah. Können wir nicht denken, was bringt denn der Große? Der bringt. Also der ist doppelt Energiekapazität. Hier ist 8. Hier ist 16. Energieerzeugung. Ja, bekommen wir denn ein bisschen was wieder, wenn wir die jetzt löschen? Ja, das ist doch gut. Frage, bauen wir einen. Ah, gerade billiger geworden ist jetzt auch nicht. Ja, dann müssen wir jetzt einen mittleren nehmen. So. Korridor. Und jetzt müssen wir noch irgendwo Crew-Quartiere unterbringen. Ja, dann nehmen wir. Ah, vielleicht. Hier. Dann können wir schon mal 4 Leute. Ja, und hier unten brauchen wir echt nur 2. Zwei rote nur. Dann könnten wir, weil wir hier oben ganz viele brauchen. Ja, ich war hier. Oder lieber hier. Alles so weit außen. Aber die könnten sich dann einfach nur um die Energie kümmern. Wir probieren das mal so. So, 8 Stück konnten wir anheuern. Dann hier unten brauchen wir keinen zweiten roten. Der wird grün. Müssen wir mal schauen. Da sind 2 drin. Dann können die doch 2 rote. Hier und. Ja, ne, warte mal, da müssen ja schon 2 rein. Ja, dann machen die nur das Flak. Ne, den schweren Laser, oder? Ja, auch egal. So, dann haben wir hier rote und da rote. Das brauchen wir dann nicht. So. Hier auch nicht. Müssen wir jetzt mal schauen, wie viele. Was machen die beiden denn? Würde das gehen, wenn wir die. Ja, wir müssen einmal laufen lassen. So. Na, hier sitzt jetzt überall wer. Ja, da ist ja schon wieder einer zu viel.
So. Da sind jetzt zwei über. Da ist einer über. Hier unten sitzt wer? Da ist einer über. Wie kann das denn sein? Okay, jetzt ist da einer und da ist einer. Die Grünen sind jetzt erstmal nebensächlich. Also hier ist einer. Und da. Wie bekomme ich denn jetzt? Wo ist der denn? Er ist da unten. Wo kommt der her? Im Nebenzimmer. Ach, jetzt hat er es gespiegelt. So. Jetzt tauschen die mal kurz. Also da ist einer und da ist einer. Kommt der denn jetzt schon wieder her? Also der macht jetzt einfach nur da und da. So, da sitzen welche. Hier fehlt jetzt einer bei der Kommandobrücke. Hier ist einer und da sind drei. Dann kann doch der eine hier. Dahin. Dann haben wir zwei über. Das heißt, ein Bett mit zwei Leuten. Was sitzt überall? Wir uns immer noch einer über. Also da sitzt wer. Hier und hier ist auch belegt. Da in der Kanone ist keiner. Ah. Jetzt haben wir alle Roten aufgeteilt. Keiner ist über. Alles ist durchgehend besetzt. Müssen wir jetzt nur das Grüne hier. Ja, die können sich hiermit um alles kümmern. Da, wo Strom benötigt wird. Da können sie auch was hinliefern, ganz einfach. Wichtig sind die Feuerlöscher. So, das sieht doch einigermaßen. Die können sich hier mal. Um die Lager und sowas kümmern. So. Jetzt müsste das doch.
gut sein. Also wenn wir jetzt auf der anderen Seite noch eine Flak-Batterie machen, brauchen wir 3 rote. Also wenn wir ein großes mit 6 Leuten nehmen, können wir dann auf jeden Fall noch irgendwo 3 reinsetzen. Aber wir bräuchten, wenn bestimmt, wegen den Kommandopunkten. Ja, wir haben noch, insgesamt haben wir 300. Da brauchen wir noch nicht größer machen. Das geht noch so. Gut, die Munition liegt jetzt ein bisschen weit weg von den Kanonen. Aber wir haben es erstmal so weit ja hinbekommen, dass sie jetzt da sitzen, wo sie sollen. Gut, Geld haben wir nicht. Wie sieht es ressourcentechnisch aus? Wenig. Na, ich habe uns mal ein Blaupause gemacht. Wie kriege ich die denn jetzt? Das? Ja, aber das mit dem Laden hat ja mal gar nicht geklappt. Habe ich das jetzt in der Hand? Ah. Ja doch, große Schilde. Ja, können wir uns aber zurzeit noch nicht leisten. Das ist sehr teuer. Ich denke mal, wenn wir die Ressourcen zusammen haben, also dann sinkt ja auch der Preis, weil sie nicht kaufen müssen. Das heißt, wir müssen jetzt von den Piratenbasen und auf dem Weg dahin alles sammeln. Also 95 Uran, 47 Tristahl wäre wichtig. Den Tristahl, den können wir auf dem Weg einsammeln. Werden wir uns jetzt mal hinbegeben. Hier ist auch eine Piratenbasis. Und werden wir uns da mal jetzt hinbewegen. Oh nein. So. Repariert sind wir ja. Ja, bewerben. Da müssen nichts reparieren. Belegt ist alles. So. Ich glaube, wir sollten erst, bevor wir ins zweite Gebiet gehen. Also hier müssen wir ja erstmal alles noch, was uns Ruf und Geld bringt, machen wir. Oh, der hat jetzt auch Schilde und oh. Da wir das so auf dem Weg zu einer 6er Piratenbar sind, sind die Feinde hier oben in der Ecke echt stärker. Gucken, ob wir durch den Schild kommen. Oh, scheint zu funktionieren. So. Und natürlich die Sachen, die uns kein Geld bringen. Minenteile und diese Rakete haben wir ja eben aussortiert. Die sammeln wir auch gar nicht erst ein. So, weiter. Gut, das. Wo war er denn jetzt? Also der wollte irgendwo anders hin. Gucken, ob wir hier auf dem Weg. FE. Na ja, gut. Tristahl finden. Oh, da ist zum Beispiel welcher. Den müssen wir mitnehmen. Mal drehen. Das war doch gut. Da ist das für den Hyperraumsprung. Auch mitnehmen. Und dann müssen wir schauen, wie viel Platz wir noch haben.
Ein bisschen. Und nehmen wir lieber von der Piratenbasis mit. So. Wo ist er denn hin? Da oben. Also da ist ein Pirat schon mal. Bei... So. Der möchte auch direkt kämpfen. Tun wir ihm dem Gefallen. Und werden ihn mal angreifen. Nein, warte. Oh ja. Wir kriegen bestimmt Uran. Wenn wir mal auf was anderes schießen. Warte mal. Wir müssen mal irgendwie das Schiff... Nee. Nö. Nö. Ach, wie war denn das jetzt hier schon wieder? X. Ah, X, okay. Nee, was? Nee, das ist falsch. Drehen. Ich möchte ja irgendwie auf die Seite. Ah. Okay. So, da hätte ich gern hingewollt. Und dann nur auf die Brücke schießen. Kriegt er das hin, ohne auf den Reaktor zu schießen? Oh ne, kriegt er nicht hin. Okay. Schön, alles einsammeln. Dann werden wir das gleich probieren. So. Nur auf die Brücke schießen. Ah, nee, das... Warum schießt der immer auf... Da ist noch einer. Sind aber auch doof gebaut. Ja, jetzt soll er mal auf den Reaktor zu schießen. Ein... Da schießt schon wieder einer. Jetzt dreht er sich auch nicht beim Fliegen. Was ich da schon wieder eingestellt habe. Hm. Alles eingesammelt, alle an Bord. Ah, jetzt haben wir da wieder so eine Plattform. Da könnte das klappen. Das ist doch gut. Man sollte das Spiel ab und zu verlangsamen.
So, kommen wir da durch? Ja, das sieht gut aus. Prisma zerstört. Prisma zerstört. Hier auf die Brücke schießen. Oh Gott, der hat auf der anderen Seite auch noch. Ah ja, wir sollten die ganze Kanone zerstören. Oh, wir haben einmal keine Munition mehr. Cockpit. Schieß doch mal da drauf. Bloß nicht auf den Reaktor. Ja, ja, reicht ja. Sag mal, warum schießt denn der weiter? Könnt ihr mal aufhören, darauf zu schießen? Was zum Henker? Ach, der hat noch ein Cockpit. Okay. Müssen wir uns durch die elenden Schilde drumherum kämpfen? Was denn jetzt? Ach, die bauen das Schiff auseinander. Boah, wir müssen uns an den Schilden vorbeikämpfen, damit wir einen Reaktor heile lassen. Oh, ist sogar ein großer, der gibt bestimmt ordentlich. Mensch, Skinners, das ist aber... So. Da ist die andere, hier liegt noch ein bisschen Zeug. Und da haben wir einen guten großen Kern bekommen. Also gleich. So, schön abernten. Herrgott, unsere Lager sind voll. Oh nein. Munition haben wir genug. Oh Mann. Ja, super. Soll ich denn jetzt die Lager einbauen? Ach nee. Ja, wir können das aber auch doch hier. Okay. Wegspulen. So. Da ist zu groß. Bauen wir da halt noch einen ein. Ja, keine Panzerung, aber auch egal. Wir brauchen jetzt den Kram. Warum haben die hier eigentlich nicht alles eingesammelt? Gucken, vielleicht können wir das Schiff dann bauen. Ah, wir haben nur 13 Uran. Aber sonst sieht ja recht gut schon aus. Gut.
Das Tritanium, das müssen wir erst so Tristall machen. Dafür haben wir ja nicht mal die Fabrik. Und Lager schon wieder voll. Das sind Teile. Schwefel. Munition. EMP-Rakete. Eisen. Naja, das können wir ja von mir aus liegen lassen. Was denn hier? Naja, hier liegen Spulen. Brauchen wir. Ja, dann müssen wir jetzt so überall Lager bauen, wo Platz ist. Das jetzt aber ja, dann kommen jetzt hier in die Gänge auch überall noch Lager. Müssen sie halt durchs Lager laufen, mir auch egal. So, kommen sie jetzt überall hin? Haben wir noch eins gebaut? Das da hat Türen. Ja, nee, sieht gut soweit aus. So. Sammelt mal ein. So. Was liegt hier oben? Ah, ist schon wieder weg, war. Ja, nur da liegt was. Schwefel 10, das Stück. 2. Dann können sie das einsammeln. Das. Das. Und das. Und wir fahren mal hier hoch. Oh nein, das war zu weit. Ja Gott, warum dreht er sich jetzt eigentlich nicht mehr? Doch jetzt richtig rum. So. Dann kriegen wir ja ein bisschen Belohnung noch. Ich werde uns da runterfliegen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann hier unten war noch. Ja, da ist noch eine Piratenbasis. Ich werde da jetzt erstmal hin. Auf dem Weg. Wie viel Platz haben wir noch? Ganz wenig. Werde ich vielleicht noch zu dem Signal gucken. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, bitte gerne abonnieren und liken. Und dann sehen wir uns erstmal beim nächsten Mal, wenn wir die letzte Piratenbasis machen. Also vielleicht letzte. Kann ja sein, dass hier noch Raumstationen, aber hier gibt es ja schon 3. Dass wir irgendwie nach Ruf bekommen oder so. Und dann müssen wir schauen, dass wir umbauen, damit wir ab ins nächste Gebiet können. Und das hier dann danach in der 6, der 4, 6. Und dann könnten wir 7, 9 machen. Und weil das hier brauchen wir, glaube ich, nicht so unbedingt. Dann müssen wir uns nur entscheiden, wo wir hinspringen wollen. In welches der Gebiete. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.